So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, die Neuigkeit wird euch alle freuen, so wie auch uns. Es ist endlich bewiesen, hieb- und stichfest, dass das Christentum stimmt. Olli ist der Experte. Ja, und zwar gibt es in den deutschen, den bekannten deutschen Kreationisten Werner Gitt. Und der hat sich aufgemacht, zu beweisen vor ein paar Jahren schon, dass das Christentum stimmt. Und dazu hat er einen, fangen wir mal anders an. Werner Gitt ist also einer von den wenigen Kreationisten, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben. Der war vor seiner Pensionierung Ingenieur und ich glaube Fachbereichsleiter bei der Physikalischen Technischen Bundesanstalt. Und der gilt als Posterboy bei den Fundamentalisten, weil er als Beweis dastehen soll für die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Schöpfungslehre. Ah. Also Ingenieur war der. Ne? Da wundert man sich ja schon. Und was der gemacht hat, um zu beweisen, dass das Christentum stimmt, hat er sich ganz genau die Bibel angeguckt und die Prophezeiungen darin gezählt und ist auf 3268 erfüllte, in Anführungsstrichen historisch belegbare Prophezeiungen gekommen. Was er jetzt macht, für jede dieser einzelnen dieser Prophezeiungen setzt er eine Wahrscheinlichkeit an, dass die auch ohne das Eingreifen eines Gottes zustande gekommen wäre. Diese Wahrscheinlichkeit setzt er auf 0,5, was ist relativ großzügig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sämtliche Voraussagen ohne das Eingreifen eines Gottes erfüllt wären, liegen dann, sagt er, bei 1,7 mal 10 hoch minus 984. Also 0,5 heißt 50-50 Chance. Genau. Und jetzt multipliziert er die irgendwie und kommt dann halt auf 1,7 mal 10 hoch minus 984. Und das ist verdammt unwahrscheinlich. Das ist einfach stochastisch, wie jeder im ersten Semester lernt. Ganz genau. Und aus dieser Unwahrscheinlichkeit schließt Werner Gitt, das göttliche Wesen muss eingegriffen haben. Von alleine hätte das nicht passieren können. Und weil hier nicht irgendwelche Prophezeiungen erfüllt werden, sondern die christlichen Prophezeiungen erfüllt werden, folgt ganz eindeutig, dass der Bibelgott Jahwe hier aktiv gewesen ist und das Christentum stimmt. Das war toll. Ne? Also ich bin überzeugt. Mich hat er. Ich hab mir diesen Artikel mal näher angeguckt. Werner Gitt gibt 14 Beispiele für in seinen Augen besonders gelungene, erfüllte Prophezeiungen. Und ich gehe mal davon aus, dass er Beispiele für die, also er gibt 14 Beispiele und ich gehe davon aus, dass er für, dass er Beispiele für besonders gelungene Prophezeiungen gibt, um seinen, seinen Argumenten Futter zu geben und nicht die dümmsten Beispiele, die er finden konnte, auswählen. Ja, okay. Macht Sinn. Das ist aber eine Annahme. Da kann ich mal drauf eingehen. Aber bevor ich mir die jetzt angucke, oder bevor wir uns die jetzt angucken, müssen wir erstmal klären, es lohnt sich ja immer zu erklären, was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich die verwendeten Begriffe, was ist denn eigentlich eine Prophezeiung? Und da habe ich mir überlegt, damit eine Aussage oder eine Behauptung als gültige Prophezeiung gewertet werden kann, muss die eine Reihe von Kriterien erfüllen. Zuerst muss die Aussage muss zutreffend sein. Die Aussage muss vor dem betreffenden Ereignis gemacht werden. Wenn ich sage, gestern hatte ich üble Kopfschmerzen, ist das keine Prophezeiung. Ja, sehr gut. Das Ereignis muss außergewöhnlich sein. Wenn ich sage, morgen früh wird die Sonne aufgehen, ist das keine Prophezeiung. Ja, okay, macht Sinn. Die Aussage muss exakt sein. Wenn ich sage, du wirst einen hochgewachsenen Fremden treffen, ja, ist das keine Prophezeiung. Ja, richtig. Die Prophezeiung darf das Ereignis nicht selber auslösen. Ah. Kellner? Ich prophezeie eine Pizza. Das ist kein Wunder. Ja, aber das muss man ja, nee, find ich muss sehr man gut. Ja vorher sagen. Ja. Viele Leute operieren mit merkwürdigen Begriffen. Und was ganz wichtig ist, ist, damit ich beurteilen kann, ob eine Aussage oder eine Prophezeiung jetzt eintrifft, muss die Erfüllung beobachtbar sein. Ja, stimmt. Wenn ich also nicht beurteilen kann, ob das prophezeite Ereignis eintrifft oder nicht, dann bleibt die Aussage eine bloße Behauptung. Ja, ja, ja. Gut, was sind jetzt die Beispiele von Werner Gitt, die er als historisch belegbare, erfüllte Prophezeiungen anguckt? Zum ersten Mal geht er auf die Jesus-Prophezeiungen ein. Da hat er eine lange Liste, die erzählt er auf. Prophezeiungen über das Auftreten Jesu, das Jesu-Geburtsort, seine Abstammungslinie, seine göttlich und gleichzeitig menschliche Natur,
Details seines Wirkens, der Grund seiner Sendung ist prophezeit, der Verrat gegen 30 Silberlinge ist prophezeit, ist eine lange Liste. Interessant ist hier, dass Werner Gitt die Prophezeiung der Jungfrauengeburt auslässt. Möglicherweise ist ihm das dann doch zu doof, weil die Jungfrauengeburt, das wissen wir ja, eigentlich nur ein Übersetzungsfehler ist. Aber warte mal, die Leute, verstehe ich das richtig? Der sagt, okay, die Bibel prophezeit, da und da wird Jesus geboren und ein Kapitel später schreibt die Bibel, ach, Jesus wurde geboren und das ist dann eine eingetroffene Prophezeiung? Genau. okay, verstehe. Das ist nicht nur eine eingetroffene Prophezeiung, sondern das ist dann wahrscheinlich schon ein gutes Drittel von seinen, seinen Sachen. Und das hat natürlich ähnlich viel Beweiskraft, wie wenn im ersten Buch von Harry Potter eine Prophezeiung gemacht wird, die dann im zweiten Buch von Harry Potter erfüllt wird. Ja, genau. Oh, das ist ja okay. Also das ist was ich schon öfter gehört habe. Die kommen nicht auf die Idee, dass die Autoren der vier in die Bibel aufgenommenen Evangelien sich die Geschichte natürlich ganz bewusst so zurechtgebogen haben, dass ihre Jesusfigur als Erfüller dieser alttestamentarischen Prophezeiungen dasteht, die natürlich kannten. Ja, also die Autoren haben es halt konstruiert. Ja, natürlich. Und so lässt sich auch, also schon, ich bin ja nur Laie, ich kenne mich wirklich nicht viel aus mit der Bibel, aber die ganzen etwas absonderlich erscheinenden Geschichten lassen sich so erklären. Es gibt eine Weissagung in Micha 5 über den Geburtsort des zukünftigen Messias der Juden und deshalb wird die Geburt des Jesus von Nazareth mit Hilfe einer an den Haaren herbeigezogenen Volkszählungsgeschichte nach Bethlehem verlegt. Da wird dann von Herodes ein Kindsmord, ein Massaker an Kleinkindern ausgeführt, was auch vage vorhergesagt ist in Jeremia. Kein Chronist hat da je was von mitgekriegt, dass es dieses Massaker an Kleinkindern gab. Und sogar später ist sogar Jesus selbst, schickt seine Jünger los, damit die einen Esel besorgen können, damit er wie geweissagt auf dem Tier in die Stadt reiten kann. Und ich glaube, da sagen die Jünger sogar, aber was ist denn, wenn der Mann uns keinen Esel geben will? Dann sagt er, doch, das ist prophezeit, der muss das machen. Sagt dem, der muss das machen. Auch ein sehr pragmatischer Zugang. Aber wenn er eine wissenschaftliche Ausbildung hat, kommt er nicht auf die Idee, dass man auch mal außerhalb des Buchs gucken muss? Wissenschaftliche Ausbildung schützt ja vor Glauben nicht, ne? Also, ihr habt es schon gesagt, diese Jesus-Prophezeiung, die Erfüllung von sogenannten Prophezeiungen, ist nicht beobachtbar, wenn die bloß behauptet wird in einem Text. Mhm. Und dann auch noch in demselben Text. Ja, ist auch in einem anderen Text. Wie gesagt, das ist das Harry-Potter-Phänomen. Das können wir nicht werten als gültige Prophezeiung. Nee. Gut, das waren Jesus-Prophezeiungen. Dann geht er auf historische Prophezeiungen ein. Das sind Sachen aus dem Alten Testament. Da hatte er vier Sachen rausgesucht. Wenn er geht, schreibt, von einigen mächtigen Völkern, zum Beispiel Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, der damaligen Zeit wird vorausgesagt, dass sie untergehen werden. 2 Mose 23. Ja. Überzeugt? Ja. Also es gibt in dem Bibeltext, ich habe mir den mal angeguckt, es lohnt sich ja immer zu gucken, ob das da wirklich steht, der erwähnt sogar noch weitere mächtige Völker. Die hat Werner Gitt dann weggelassen, und zwar sind das die Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und Martina, hast du schon mal von den mächtigen Jebusitern gehört? Jebusiter kenne ich nicht. Und Till, die Hiviter? Einige deiner besten Freunde sind ja. Hiviter. Ja. Also ich habe nach Wikipedia nachgeguckt und da steht über die Jebusiter, die Wissenschaft weiß weder durch archäologische noch durch außerbiblische Zeugnisse Näheres über dieses Volk. Aha. Bei den Hivitern schreibt jemand, da fragt jemand auf der Diskussionsseite der Wikipedia, gibt es historische Belege außerhalb der Bibel für die Existenz dieses Volkes? Und diese Frage ist unbeantwortet seit 9 Jahren. Vielleicht Rechtschreibfehler. Also der Herr Gitt sagt, seht ihr, die Völker gibt es nicht, also müssen sie ausgestorben sein. Und die Wissenschaft sagt, ja, die gibt es nicht, ja, weil es die nie gab. Also diese erwähnt er noch nicht mal. Die lässt er halt raus. Also diese Perisiter, Hiviter und Jebusiter, die übersieht er einfach, dass die da drin stehen, weil das nämlich dann ganz offensichtlich wird. Die Übersieter. Das ist nicht dabei. Die Übersieter? Das ist nicht dabei. Also es wird offensichtlich, im besten Fall sind das irgendwie Nachbardörfler der Israeliten damals und im schlechtesten Fall sind es bloße Erfindungen zum Auspolz seines eigenen Heldenmythos. Wie gesagt, den Teil des Bibelverses lässt Werner Gitt weg. Für die Existenz von Hethitern, Amoritern und Kanaanitern gibt es allerdings Belege, die habe ich nachgeschaut. Die Amoriter waren ein semitischer Stamm am Euphrat,
des 3. und 2. Jahrtausends. Das hethitische Königreich in Zentralanatolien ist im 12. Jahrhundert untergegangen. Danach gab es noch ein paar Kleinkönigreiche, die dann irgendwann von den Assyrern erobert wurden. Und die kanaanitischen Stadtstaaten in Palästina des 13. Jahrhunderts wurden im Laufe der Zeit nach und nach von ihren Nachbarn erobert und die Bewohner wurden dann eingemeindet. Das heißt, die großartige Prophezeiung ist halt, dass kleinere Staaten im Laufe der Jahrhunderte erobert worden sind oder untergegangen sind oder dass die betreffenden Stämme mit anderen verschmolzen sind. Ich stelle sich die Frage, ist das wirklich außergewöhnlich als Aussage, um ein göttliches Eingreifen zu rechtfertigen? Und, was wahrscheinlich wichtiger ist, woher sollen wir wissen, dass diese Voraussagen wirklich vor, in Anführungsstrichen, dem Untergang der betreffenden mächtigen Völker gemacht worden sind? Die Bücher Mose haben die Form, die sie jetzt haben, die wir kennen, erst im 6. und 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung gekriegt. Also gut 500 Jahre nachdem, dass da passiert ist, was angeblich prophezeit wurde. Falsche Reihenfolge leider dann, ne? Für unsere also Kriterien. Reihenfolge. Es gibt ja auch eine schöne Stelle, ich glaube im Buch Könige, im 2. Buch Könige, da wird beschrieben, wie ein Arbeiter im Tempel findet also eine Schriftrolle und rennt damit zum Hohepriester und der sagt, oh mein Gott, vielleicht ist das Wort Gottes und der rennt dann zum Schreiber und der Schreiber rennt dann zum König und dann rennen sie alle zusammen zur Prophetin Hulda und die sagt, ja, das ist wirklich das Wort Gottes und dann legen sie das zu den bereits vorhandenen 4 Gesetzbüchern und das ist dann halt das 5. Buch Mose, Levitikus. Das haben wir halt, die schreiben also selbst in der Bibel auf, wie sie das zufällig gefunden haben und dann zu den anderen gelegt. Dem haben wir jetzt, also ich, Levitikus, das sind die, dem haben wir Hunderttausende von Todesopfern durch die Geschichte zu verdanken, weil die Leute meinen, das müssten sie so machen, was der Gott da sagt. Und das haben sie halt nachträglich gefunden und dazugelegt. Und so ist das mit den anderen Sachen auch. Ja, klar. Also ist das ein eindeutiges Werk Gottes? Kann das nicht sein, dass die Priester der Israeliten mit diesen nachträglichen Untergangsfantasien, also der Gott hat die alle getötet, die Reiche, der Gott hat die alle zum Untergang gemacht, dass sie da nicht vielleicht ihre eigene Heldensage etwas ausschmücken wollten? Von den anderen Stämmen haben wir noch nie was gehört, außerhalb der Prophezeiungen selbst. Und ich glaube, der Satz, wenn wir einen Satz machen, und Gott sprach damals, die werden vernichtet werden und ihr werdet nie wieder von ihnen hören. Ist das ja auch kein Beweis für eine gültige Prophezeiung. Ja, und ich frage mich, wenn man das schon so mathematisch angeht, ne, und das so ausrechnet, muss man dann nicht auch eigentlich alle Prophezeiungen zählen, die nicht eingetreten sind und die irgendwie... Ja, macht er. Macht er. Er sagt, da gibt es exakt null. Ach so. Ah. Kann ich gleich noch was zu sagen? Sagt er, es ist exakt null. okay, das waren die ersten zwei historischen. Es gibt noch zwei weitere. Die ist auch ganz toll. Nee, das war jetzt die erste. Die ist aber ganz toll. Da steht, wenn er Gitt schreibt, und von anderen Völkern heißt es ebenso klar, dass sie bis zum Ende der Tage existieren werden. Doppelpunkt. Israel, Ägypten. Ja. Und? Aber die, ich meine, bis zum Ende der Tage, wann ist denn dann diese Prophezeiung eingetroffen? Erst wenn das Ende der Tage erreicht ist, das, streng genommen. Das wird erst für uns beobachtbar, wenn das Ende der Tage vorbei ist. Ja. Klar. Also müssen wir leider auch streichen, Werner. Ja, sorry. Dann wird es sehr merkwürdig. Dann schreibt Werner Gitt, dass die Aufeinanderfolge der Weltreiche, der Babylonier, Perser, Alexander des Großen und der Römer werden im Voraus und in ihrer Art und ihrem Ende in Daniel 2 beschrieben. Die Prophetie geschah zu einer Zeit, als das babylonische Reich Nebukadnezar den Höhepunkt seiner Macht erreicht hatte. Also, die Bibel beschreibt hier ganz präzise und im Voraus das Aufeinanderfolgen und den anschließenden Untergang von vier ganz genau bezeichneten Weltreichen. Das ist beeindruckend, oder? Ja, das ist super. Das Problem ist nur, er steht da nicht. stattdessen wird da so eine Szene geschildert, in dem der Prophet Daniel, der selbsternannte Prophet Daniel, dem deutet dem König einen Traum, dem babylonischen König. Und der König träumt von einer Statue, von einem Standbild, das ist aus Gold, das ist aus Silbern, aus Eisen und aus Ton zusammengebaut. Und das wird von einem Stein getroffen und sinkt dann zusammen, bricht dann in sich zusammen. Mhm. Und jetzt sagt Daniel, ja, pass auf, was du da geträumt hast, ist
Du hast, dort deutlich dir, das bedeutet, dass es vier Reiche geben wird, die aufeinander folgen. Das erste, das ist dein Königreich, das ist aus Gold. Das nach dir kommt, ist aus Silber. Das dritte ist aus Eisen und das vierte ist aus Ton. Mhm. Punkt. Okay, aha. Okay. Nicht sehr präzise, genau. Diese Prophezeiung erfüllt auch den Zweck in der Geschichte. Der König ist also beeindruckt. Seid ihr auch beeindruckt? Ja, sehr. Vor allen Dingen über das Silberne. So wunderschön. Also, dass die Identifizierung dieser vier goldenen Reiche, silbernen Reiche, eisernen Reiche und tönernen Reiche mit Alexanders Feldzügen oder dem Römerreich ist völlig willkürlich. Ja. Völlig willkürlich. Das gibt es also gar nichts her. Und hier weiß ich nicht mehr, ob Werner Gitt noch in guten Glauben schreibt oder ob er bewusst lügt. Ja. Das bleibt also so dumm, das bleibt, wird unklar. Mhm. Ach so, und da steht übrigens auch noch an derselben Stelle in der Bibel, dass noch vor dem Untergang des Vierten Reiches, also laut Gitt des Römischen Reiches, das ewige Reich Gottes auf der Erde errichtet werden wird. Da steht, aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Oh. Mhm. Und ich muss sagen, dieses Gottesreich auf Erden muss ich bis jetzt irgendwie übersehen haben. Oh, frag mal Don Gamillo. Oh. Der Don Gamillo hat es gefunden. Und Gitt schreibt hier jetzt auch, dass noch nie eine biblische Weissagung durch historische oder wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden ist. Und das weiß man jetzt wieder nicht. Ist das Ignoranz oder eine weitere Lüge? Zum Schluss noch sagt er, die in Hesekiel 26, 3 bis 21 vorausgesagten sechs Gerichte haben sich über die Jahrhunderte präzise erfüllt. Und die sechs Gerichte sind jetzt nicht Linsensuppe, Ärztensuppe, Bohnensuppe, sondern da bezieht er sich auf, das wird auch immer wieder hervorgekramt, auf die altbekannte Prophezeiung zum Untergang der Stadt Tyros im Libanon. Und da steht, siehe, ich will über Tyros kommen lassen Nebukadnezar, den König zu Babel. Er wird mit Sturmböcken deine Mauern zerstoßen und deine Türme mit seinen Werkzeugen umreißen. Und dann steht da noch, ich will einen kahlen Felsen machen aus dir. Du sollst ein Ort werden, wo man die Fischernetze aufspannt und du sollst nicht wieder aufgebaut werden. Oh. Da steht also ganz präzise und exakt, wer die Stadt zerstören soll, nämlich Nebukadnezar, der König von Babel. Da gibt es ja Chroniken, vielleicht kann man da gucken, wie er die zerstört hat. Und es stellt sich raus, dass Nebukadnezar Tyros zwar belagert hat, aber nicht zerstört und schon gar nichts mit einem kahlen Felsen gemacht hat, sondern die Bewohner haben sich nach einer langen Belagerung im Jahr 568 vor der Zeitwende ergeben und dann die babylonische Herrschaft akzeptiert. Nun könnte man spekulieren, da die Babylonier in der Regel erfolgreich waren mit solchen Aktionen und die Städte dann wirklich teilweise den Boden gleich gemacht haben, dass während dieser sehr langen Belagerung jemand mal dachte, er schreibt was auf, das wird schon eintreffen. Und nicht damit gerechnet hat, dass sie mit dem Verhandlungsfrieden ausmachen. Aber das ist Spekulation. Aber es ist ja trotzdem sehr beeindruckend, dass Tyros jetzt ein kahler Felsen ist, der nie wieder aufgebaut worden ist. Kannst du mal Google Maps aufmachen? Ja, warte mal. Gib doch Tyros Libanon ein. Der Gerät denkt sehr langsam. Ja, der. Wie schreibt man denn Tyros? Tyros. Tyros. Libanon. So, hier baut sich. Ach, guck mal, das sieht aber kahl aus. Straßen. Ich mach mal Satellitenansicht. Ja, mach mal Satellitenansicht. Wo geht denn das nochmal? Da. Ah. Ja. Steht noch was. Also, das sieht alt aus. Tyros im Libanon ist eine Stadt mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Sieht ganz cool aus. Die Behauptung, dass das untergegangen ist auf die betreffende Art und nie wieder aufgebaut wurde, ist also offensichtlich unzutreffend. Wenn er jetzt behauptet, es hat noch nie eine biblische Weissagung durch historische und wissenschaftliche, noch nie sei eine biblische Weissagung durch historische und wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden, das wird immer absurder. Ja, aber wirklich, völlig. Also was ich jetzt als Argument gehört habe, ist, wenn man sich das auf Google Maps anguckt, dann stellt man fest, dass die einen archäologischen Park haben da, ja, im Südosten. Und die sagen, sagen die Christen, dass dieser archäologische Park ist nie wieder aufgebaut worden und da könnten auch wirklich Fischer hingehen und die könnten doch da ihre Fischernetze aufspannen und dann wäre es nämlich erfüllt. Ja. Das Argument ist natürlich komplett
erfunden. Ich meine, dann, nachdem, nach, wenn man so argumentiert, wäre Rom auch zerstört und nie wieder aufgebaut worden. Und sämtliche Städte, die einen archäologischen Park haben, wären zerstört und nie wieder aufgebaut worden. Es ist also offensichtlich unsinnig. Verrückt. Ja, da bin ich eigentlich schon am Ende. Der hat jetzt also 14, in seinem Artikel 14 Beispiele für seines Erachtens eingetroffene Prophezeiungen durchgesprochen, die er für besonders überzeugend hält, nehme ich an. Und wenn man die sich anguckt, dann, das ist fast schon absurd einfach. Keine einzige hält also auch nur eine Betrachtung von einer Minute statt. Sie brechen sofort in sich zusammen. Und die Wahrscheinlichkeit, denke ich, dass für diese Leistung das Eingreifen eines Gottes notwendig war, dürfte bei ungefähr null liegen. Tja, aber wirklich. Damit ist leider, oder was heißt leider, damit ist Werner Gitz hochgejubelter und in Kreationistenkreisen als letztendlicher Beweis gefeierter Versuch, das Christentum zu beweisen, also durch eine halbe Stunde Literaturstudium. Ja. In verpufft zunichte gemacht. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nur von Leuten gefeiert werden, die einfach nur die Überschrift lesen und gar nichts sonst. Weil wenn man das, also es fällt ja einfach einen in den Fingern auseinander. Ja, und die dran glauben wollen, ne? Weil es eine schöne Geschichte ist. Aber wenn man das liest und, also naja gut, also mir leuchtet das immer nicht ein, wie die Leute sowas glauben können, was offensichtlich so zusammengeschustert ist. Wenn man nur eine weitere Quelle dazu nimmt, fällt es schon auseinander. Da kann man doch nur dran glauben, wenn man wirklich nur die Überschrift liest. Und noch nicht. Ja, es ist ganz vieles Greifen nach Strohhalmen. Ne? Ja. Und auch dieses, das, was es auch immer ist, ist das Autoritätsargument. Einstein war auch schon Christ, der hat an Jesus geglaubt, deshalb wird das schon stimmen. Mhm. Ja. Dass es in dem Fall natürlich auch noch eine Lüge ist, na gut. Aber wie gesagt, ich glaube, die sagen dann, ja, der Werner Gitt hat das bewiesen und der Werner Gitt ist ja Wissenschaftler, ne? Also muss das stimmen. Ja, ja, genau, dann liest man halt auch nicht weiter. Ne? Ja. Ja. Wir kommen jetzt zur Kategorie Hörer beschimpfen Podcaster. Wir kommen jetzt zur Kategorie Hörer beschimpfen Podcaster.